Der kleine Rabe war einmal so vergnügt und glücklich, doch eines Tages auf seinem Weg findet Tau ein großes glitzerndes Goldstück. Lange betrachtet er es. Doch von dem Glanz wird er immer mehr geblendet, bis er nicht mehr sieht und spürt, was um ihn herum geschieht. Tau kann nicht mehr von dem Goldstück lassen. Ängstlich sucht er nach einem Versteck. So vergehen viele Tage und Nächte. Nun merkt er voller Schreck, dass er alle seine Federn verloren hat und nicht mehr fliegen kann. Traurig steht Tau nun da. Kann ich dir helfen? Hört er eine Stimme. Ich kann nicht mehr fliegen, schluchzt Tau verzweifelt. Komm, ich will dir helfen. Das Glückskäferchen führt Tau zu einem alten Kauz. Den Kauz wollen wir um Rat fragen. Er weiß sehr viel. Tau klopft mit seinem Schnabel, zuerst ganz zaghaft, dann lauter und lauter bei dem Kauz an. Der Kauz schaut heraus und hört sich Taus Problem an. Dann schüttelt er den Kopf. Ich suche Sterne am Himmel und keine schwarzen Federn. Das Glückskäferchen und Tau machen sich weiter auf den Weg zur Eule. Aufmerksam hört sich diese Taus Kummer an. Dann sagt die Eule, mit jeder Feder, die du verloren hast, hast du was verloren, was man nicht sehen kann. Wenn du es herausfindest, werden deine Federn wieder nachwachsen. Wenn du eine Feder von mir hättest, könnte es dir möglich sein. Aber dafür musst du mir dein Goldstück geben. Du kannst es wieder haben, wenn du meine Feder zurückbringst. Weil der kleine Rabe sich nichts sehnlicher wünscht, als wieder fliegen zu können, tauscht er schweren Herzens sein Goldstück gegen die Feder von der Eule. Es ist schon dunkel, aber Tau kann nicht einschlafen. Er denkt immer noch, er müsse auf das Goldstück aufpassen, wie in all den anderen Nächten zuvor. Guck mal, Tau, die Sterne funkeln wie lauter kleiner Goldstücke. Stimmt, und man braucht sie nicht zu bewachen, murmelt Tau und schläft ein. Am nächsten Morgen stellt Tau fest, ich habe meine Ruhe wiedergefunden. Auch spürt er, wie die Sonne ihn erwärmt und die angenehme Wärme durch seine Glieder drängt. Du hast schon wieder eine Feder bekommen, ruft das Käferchen. Ich weiß auch warum. Ich kann wieder fühlen. Ich höre Töne und Stimmen. Das Plätschern der Quelle, das Summen der Bienen. Ich kann wieder hören. Inzwischen ist Tau hungrig geworden. Früher, als er noch auf sein Goldstück aufpassen musste, verschlang er hastig alles, was er aß. Jetzt sieht er die großen leuchtroten Kirschen an einem Zweig. Bedächtig pflückt er eine und genießt sie. Ich kann wieder schmecken. Sieh doch die schönen Schmetterlinge und die Blumen. Oh, wie schön, ruft Tau dem Glückskäferchen zu. Wo hatte ich bloß meine Augen? Was ist schon der Glanz eines Goldstückes gegen die schönen Schmetterlinge und Blumen? Ich kann wieder sehen. Bei den Fliegenpilzen machen Tau und das Glückskäferchen Rast. Warum bist du so traurig? Fragt das Käferchen den kleinen Fliegenpilz. Ich habe meine Punkte verloren. Wie kann ich das nur wieder gut machen? Fragt er sich ratlos. Doch das Glückskäferchen hat eine Idee. Ich schenke dir meine schwarzen Punkte. Damit bist du ein ganz besonderer Fliegenpilz. Darüber ist der kleine Pilz sehr glücklich. Aber noch glücklicher ist Tau. Er erlebt es, wie schön es ist, Freunde zu haben
und selbst ein Freund zu sein. Ich habe wieder Freunde. Das Glückskäferchen möchte gerne seinen neuen Schmuck genauer betrachten. Es fliegt über die Steine zum Plätschern im Bächlein entlang, bis es eine Stelle findet, wo das Wasser ruhig und glatt ist. Das Käferchen ist entzückt und dreht und wendet sich, bis es, oh weh, kopfüber ins Wasser fällt. Es zappelt ängstlich mit dem Bein, doch statt sich zu befreien, treibt es den nächsten Strudel zu. Tau erschrickt. Er flattert herbei, so rasch es geht, und kann seinen Freund gerade noch aus dem Wasser holen. Du hast eine neue Feder bekommen. Ich kann wieder helfen. Unter blühenden Apfelbäumen erholen sich Tau und das Käferchen von ihrem Schrecken. Ganz still beobachten sie, wie drei junge Eulen friedlich auf einem Zweig schlafen. Aber was bewegt sich dort? Ein Fuchs schleicht sich an die Kleinen heran. Laut summend und krächzend stürzen die zwei auf den Fuchs los. Das Käferchen schwört ihn um den Kopf herum und Tau zupft ihn mutig von hinten am Fell. Die kleinen Eulen werden wach und fliegen weg. Der Fuchs muss sich eine andere Beute suchen. Ich kann wieder mutig sein. Endlich, sagt Tau, ich fühle etwas stark und tief in mir. Ist es Glück? Ja, aber es ist mehr. Es ist Liebe. Ja, es muss Liebe sein. Froh schwingen sich die beiden in die Luft und Tau kann wieder fliegen. Ein schöner, warmer Sommertag ist vorüber und die Tage werden kürzer. Tau erinnert sich an die weise Eule und bringt ihr die kleine Feder zurück. Er bekommt auch sein Goldstück wieder. Es glänzt noch genauso wie früher. Doch Tau lässt sich davon nicht mehr blenden. Was wird Tau wohl mit dem Goldstück machen? Was hättest du mit dem Goldstück gemacht? Im Wasser werfen. Was hättest du mit dem Goldstück gemacht? Auch ins Wasser geworfen. Ins Wasser geworfen, weggeworfen, ins Wasser geschmissen. Ich würde das behalten zu Geld. Wasser werfen, schmeißen, weggeschmissen. Weil sonst verliere ich meine ganzen Federn. Weggeschmissen ins Wasser. Ins Wasser geschmissen. Warum? Weil sonst verliere ich meine ganzen Federn. Explodieren das ist. Das genommen. Du hättest das Goldstück genommen. Was hättest du damit getan? Am Rang gebracht. Mich bereiten lassen. Du behältst das? Verbrennen lassen. Weil er ist, wie sonst blendet. Und was hättest du gemacht mit dem Goldstück? Eingegraben, weil es mich sonst auch blendet. Warum nicht verbrennen lassen? Dann brennt es doch.